Der DMZ-Modus wird besondere Orte beinhalten, sogenannte POIs, also Point of Interests. Und diese Punkte werden über die ganze Karte verteilt sein, über die Al-Masra-Map. Diese beinhalten Bosse, besonderen Loot, irgendwelche Geheimnisse, über die wir noch gar nichts wissen. Und was wir aber bereits wissen, ist, dass es Schlüssel geben wird zu bestimmten Orten. Und jetzt kommt unser neuer Leak ins Spiel. Und zwar wurde jetzt über einen besonderen Ort gesprochen, mit einer besonderen Art von Schlüssel. Eine kurze Zusammenfassung noch für die, die komplett hinterm Mond leben. Also am 16.11. wird der DMZ-Modus released. Das ist der Escape from Tarkov-Modus, also ein Extraction-Loot-Shooter im Call of Duty-Universum, der über den bekannt ist, dass es bereits Bosse geben wird, besondere Orte, wie gesagt, wo es besonderen Loot geben wird. Also es wird auch ein Loot-System geben. Die KI wurde überarbeitet und es werden 400 KI-Einheiten auf der Map sein, die besondere Orte wie zum Beispiel Festungen bewachen. Es wird einen Flea Market geben, also einen Handelsmarkt, damit möglicherweise auch ein komplexes ökonomisches System, so wie in Escape from Tarkov. Es wird ein komplexeres Heilungssystem geben, komplexer erstmal als in Call of Duty, aber so wie es aussieht, auch komplexer als zum Beispiel in Marauders oder The Cycle Frontier. Und was natürlich alle Extraction Loot Shooter gemein haben, ist, dass man alles verliert, wenn man stirbt. Das heißt, das Leben ist besonders wertvoll. Und genau das macht ja auch dieses tolle Genre aus. Wer jetzt mehr über diese einzelnen Themen wissen will, wir haben schon relativ viele Themen besprochen. Haut gerne einen Follow raus, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ich werde in Zukunft auch noch weiterhin sehr, sehr viel über DMZ erzählen. Wir haben sehr viele Möglichkeiten, an Leaks ranzukommen. Und ich versuche weiterhin am Ball zu bleiben, um die News aktuell zu halten. Also über einen Follow würde ich mich sehr, sehr gerne freuen. Das unterstützt unsere Arbeit auf jeden Fall sehr. Kommen wir zu den neuen Informationen. Und zwar haben wir einen Leak von dem Twitterer Ghost of Saba. Er hat einen Tweet rausgehauen und er ist bekannt dafür, Tweets rauszuhauen, die er irgendwie aus dem Quellcode vom Spiel bekommen hat. Da geht es um Bilder, um Videosequenzen und um jede Menge Audiosequenzen. Also wenn ihr mal auf Twitter so kurze 15 Sekunden Audiosequenzen hört, das ist von ihm. Und zwar hat er einen 7 Stunden Audiosequenz, eine Sequenz rausgehauen, wo ich immer noch am Durchforsten bin, was der interessant sein könnte. Naja, jedenfalls Ghost of Saba, sehr, sehr interessant, was er mal raushaut. Und er hat jetzt eine besondere Location rausgehauen. Gucken wir uns erstmal an, welche Locations es bisher bekannt sind. Wir haben eine relativ große Liste an Locations in der DMZ-Zone und diese Liste von Locations scheint nur ein ganz, ganz kleiner Teil zu sein. Wenn wir das vergleichen mit der Anzahl von Locations, die wir für Schlüssel haben. Ich versuche jetzt hier mal relativ schnell durchzugehen. Wir sehen hier mehrere Seiten an Bezeichnungen für abgeschlossene Räume, für irgendwelche Gegenstände, Räume, größere Gebäude, wo man Zugang über einen Schlüssel benötigt. Jetzt ist es natürlich so, dass nicht jeder Raum im DMZ-Modus abgeschlossen ist. Das bedeutet, dass diese Anzahl an abgeschlossenen Bereichen theoretisch nur ein ganz, ganz kleiner Teil ist von den POIs, die es insgesamt gibt. Das heißt, man kann sich momentan noch gar nicht vorstellen, wie groß dieses ganze Spiel insgesamt überhaupt wird. Wir wissen, dass es momentan in der Al-Masra, also auf der Map, stattfinden wird. Wenn man sich jetzt anschaut, wie viele einzelne Bereiche abgeschlossen sind, kann man sich ungefähr überlegen, wie viel hochpotenziert es an POIs, also an besonderen Orten, überhaupt gibt. Jetzt ist es so, diese einzelnen Orte sind zurückführbar auf der Map und wenn man jetzt sieht, dass zum Beispiel irgendwelche Serverräume damit gemeint sind oder Burgen, Fortresses, die bewacht werden von KI-Einheiten und wo wir bereits wissen, dass KI-Einheiten, also 400 an der Zahl, auf der Map sein werden und teilweise auch Bosse da sein werden, die besonderen Loot haben werden, die man dann erledigen muss, deren Waffen man extrahieren muss. Wir haben nämlich schon Missionen geleakt bekommen, wo genau das gefordert wurde. Also geh in die und die Fortress und versuche den und den Boss zu legen, um die und die Loot-Einheiten zu extrahieren. Da kann man sich ungefähr vorstellen, wie viele Punkte auf dieser Map sein werden, die von Interesse sein könnten. Wir legen noch einen drauf und zwar scheint es diese Schlüssel zu diesen abgeschlossenen Orten in verschiedenen Qualitätsstufen zu geben. Das heißt, wir haben ganz neue Schlüssel, benutzte Schlüssel und schon stark verbrauchte Schlüssel. Das bedeutet, dass möglicherweise die Benutzung eines Schlüssels, das ist übrigens ein Feature, was bei Tarkov auch gang und gäbe ist und für alle Schlüssel gefordert wurde, dass sozusagen Schlüssel nur endlich nutzbar sind,
Das scheint hier für die Schlüssel tatsächlich der Fall zu sein, dass wenn man einen Schlüssel benutzt, dieser möglicherweise abgenutzt wird. Wir wissen es aber nicht genau. Es könnte rein theoretisch auch sein, dass es nur eine allgemeine Bezeichnung für einen Schlüssel ist, dass es eben der abgenutzte Schlüssel ist oder der bereits benutzte Schlüssel ist und das nicht unbedingt etwas mit Haltbarkeit zu tun hat. Aber es deutet doch sehr, sehr stark darauf hin, dass die Schlüssel nur eine begrenzte Haltbarkeit haben. Das heißt, dass man sie nur begrenzt einsetzen kann. Also zum Beispiel kann man die und die Tür mit diesem Schlüssel nur 10-mal öffnen und anschließend ist dieser Schlüssel nicht mehr zu gebrauchen. Was bei den Keys auch auffällt, ist, dass nicht nur einzelne Räume hier aufschließbar sind, sondern auch relativ große Orte bezeichnet werden, wie zum Beispiel eine Fortress. Wir wissen, dass relativ große Bereiche sozusagen als Fortress bezeichnet werden, auch im Multiplayer-Modus momentan. Von Modern Warfare 2 haben wir bereits die Fortress, die Burgen, in der gespielt wird, und wir wissen natürlich, es ist ein Riesenbereich. Das heißt, möglicherweise ist dieser Schlüssel dafür da, um das Haupttor zu öffnen, überhaupt Zugang zu diesem großen Areal zu bekommen. Also wenn man so will, eine Zugangsberechtigung zu einer weiteren Untereinheit auf der Map, die aber so groß ist, dass sie momentan immerhin einen ganzen Multiplayer-Modus in Modern Warfare 2 füllt. Was außerdem interessant ist, ist ein Leak, dass wir gesehen haben, dass es feste Schlüsselpunkte gibt. Also wir können sozusagen verschiedene Schlüssel horten neben einem Rucksack. Wir sehen den Inhalt des Rucksacks noch nicht, also wir wissen noch nicht, wie das Loot-System im Rucksack selber aufgebaut ist. Aber anscheinend haben wir Schlüssel-Slots. Das bedeutet, dass wir vielleicht sogar ohne, dass wir unseren Loot verlieren, mit den Schlüsseln in die Runde reingehen können und vielleicht die Schlüssel sogar behalten, auch im Falle eines Todes. Natürlich nur reine Spekulation. Aber dass es so viele Schlüssel-Slots gibt, ist schon auffällig und zeigt, dass der DMC-Modus auch einen gewissen Fokus setzt auf diese Mechanik mit den Schlüsseln. Kommen wir jetzt zu dem eigentlichen Leak von Ghost of Saba, und zwar hat er gesagt, dass der DMC-Modus augenscheinlich sehr stark Inspiration bekommen hat von Escape from Tarkov, was ja klar ist. Jetzt ist es aber so, dass einige der sogenannten Voice Lines nicht nur weitere Hinweise auf noch mehr Schlüssel vorhanden sind, sondern Hinweise auf sogenannte Keycards vorhanden sind für The Lab, also sozusagen für das Labor. Und jetzt klingeln vielleicht die Glocken bei einigen Escape from Tarkov-Spielern. Sie kennen nämlich diese Map The Labs. Das ist eine Map in Escape from Tarkov, die sozusagen nur von den besten der besten Spieler benutzt wird in der Regel, weil diese Map eine Late-Game-Map ist, in der die KI stärker ist, das sogenannte Elite-KI auf dieser Map. In dieser Map kann man seine Items nicht versichern, und zwar gibt es in Escape from Tarkov ein Versicherungssystem, bei dem im Falle eines Todes ein gewisser Prozentsatz da ist, dass man seine Items wieder zurückbekommt. Genau dasselbe System gibt es in Psycho Frontier, wo man jetzt nicht unbedingt alle Items zurückkriegt, aber dafür den Geldwert von Items. Und dieses System sorgt dafür, dass ein Tod zwar wirklich schmerzhaft ist, aber man immer noch Hoffnung hat, ein bisschen was zurückzubekommen, dass sozusagen der Tod, die Folgen daraus noch ein bisschen abgedämpft sind mit diesem Versicherungssystem. Jetzt ist es so, dass in Escape from Tarkov auf dieser speziellen Map Labs dieses Versicherungssystem nicht greift. Es ist also die einzige Map, wo man drauf geht und wo man im Falle eines Todes wirklich alles 100% verliert, ohne auch nur die geringste Chance zu haben, etwas durch die Versicherung zurückzubekommen. Hinzu kommt, dass der Zugang auf diese Map auch noch Geld kostet. Das heißt, man muss auch noch Geld investieren, also Ingame-Geld natürlich, um überhaupt auf die Map zu kommen. Das heißt summa summarum, dass man relativ hochwertiges Loot mit reinnimmt, weil man eben auch gewappnet sein möchte gegen die Elite-KI, gegen die anderen wirklich gut ausgerüsteten Spieler. Und dass man noch zusätzlich Geld investieren muss, um überhaupt Zugang zu bekommen zum Labs, um überhaupt diese Map betreten zu dürfen. Im Umkehrschluss kriegt man aber auch für das Ganze dann entsprechend eine große Belohnung. Also der Loot ist sehr, sehr hochwertig auf dieser Karte. Wenn man das Ganze überlebt, dann kann man damit rechnen, dass man wirklich gut Geld gemacht hat. Also sozusagen High Risk, aber auch High Reward. Und damit ist diese Map eine Late Game Map, die sehr, sehr gerne gespielt wird in Escape from Tarkov. Daraus können wir jetzt erstmal drei Dinge schließen. Zum allerersten gibt es wahrscheinlich High-Loot-Bereiche. Also die ganzen POIs, die wir gesehen haben, werden wahrscheinlich höherwertigeren oder schlechteren Loot haben. Und dieser Bereich Labs wird möglicherweise ein Bereich sein, in dem es sehr hochwertigen Loot gibt, der aber möglicherweise auch ein sehr, sehr hohes Risiko beinhaltet, betreten zu werden, und in dem man auch vielleicht etwas mehr Schwierigkeiten haben wird, zu überleben, um mit dem Loot zu extrahieren. Der zweite interessante Punkt, den wir hier draus schließen könnten, ist, dass es Keycards gibt. Also bisher haben wir wirklich nur von Schlüsseln gesprochen, also einfach nur von Keys. Jetzt wissen wir, dass es Keycards im Spiel gibt. Wir haben bereits in der Mission, in den Spec Ops Mission und auch in der Kampagne einige Keycards gesehen, die man jetzt aber nicht aufnehmen konnte. Aber möglicherweise auch hier schon erster Hinweis, erste Leaks auf diese Keycards. Und jetzt ein weiterer Hinweis darauf, dass es also noch eine zweite Methode gibt, Räume und Türen zu öffnen.
Das ist übrigens nochmal unabhängig davon, Tresore zu öffnen, wie das funktionieren wird, ob man Codes braucht, ob man die findet, ob man die kaufen muss. Das ist nochmal ein Thema für sich. Das wird es ja auch nochmal geben. Und der dritte Punkt ist, der hier besonders auffällig ist, ist, dass es noch stärker darauf hinweist, dass es hier um eine Kopie von Tarkov geht, also zumindest ein Abkupfern von Features in Escape from Tarkov. Die ganzen Features, die wir bisher sehen, sind wenige abgeguckt von Cycle oder Marauders oder Lost Light, sondern wirklich von Escape from Tarkov. Es scheint wirklich so zu sein, dass Tarkov hier das große Vorbild ist, was nichts Schlechtes ist, im Gegenteil. Es ist was Gutes, sich sozusagen den Klassenprimus anzugucken in dem Genre und versuchen sozusagen seinen eigenen Stempel drauf zu drücken, sein eigenes Ding draus zu machen in einem Casual-Bereich in Call of Duty. Es wird niemals ein zweites Escape from Tarkov geben, versteht mich bitte nicht falsch. Aber genauso wie Cycle ihren eigenen Weg gegangen ist in diesem Genre, genauso wie Marauders, Lost Light und so weiter ihren eigenen Weg gegangen sind, so wird jetzt auch Activision als AAA-Studio mit DMZ versuchen, ihren eigenen Weg zu gehen. Und ich finde, es ist so unglaublich spannend zu sehen, wie dieser Weg aussieht. Wir wissen mittlerweile, dass wir erstes Gameplay sehen werden. Leute, es ist soweit. Am Mittwoch, den 9.11., werden wir das erste Mal in einem DMZ-Event ein Gameplay sehen. Und vielleicht werden wir dann noch viel, viel mehr Informationen kriegen über diese ganzen Punkte. Es bleibt also maximal spannend. Ich bin erstmal gespannt auf den 9.11., was wir da sehen werden. Ich weiß nicht, ob ich es aushalte bis dahin. Ich muss irgendwo einschließen, Kamillentee trinken, irgendwie wieder runterkommen. Es ist wirklich sehr, sehr aufregend. Und genau das ist übrigens auch das Gefährliche. Je eben gehypter man ist, je aufgeregter man ist, desto tiefer kann man fallen, desto schlimmer ist am Ende die Enttäuschung. Also lasst euch bitte nicht anstecken von mir. Ich werde weiterhin versuchen, neutral wie möglich zu berichten, auch wenn da schon ein bisschen Emotionen hinter sind, weil es einfach mein Lieblingsgenre ist. Ihr wisst, ich berichte ja auch über die anderen ganzen Extraction-Loot-Shooter. Aber das hier ist nochmal was Besonderes. Und deswegen sage ich jetzt nochmal an dieser Stelle tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich bereits auf das nächste Video wie Flitzebogen. Wahrscheinlich so viel wie noch nie zuvor. Ihr sollt bis dahin gesund und sauber bleiben. Ich sage schon mal hasta luego und hasta la vista.